März 2017 in der Katholischen Akademie in Schwerte. Viele Professoren, Lehrende und Verwaltungsmitarbeiter trafen sich an diesem sonnigen Datum zu einem Begegnungstreffen mit dem Thema der Digitalisierung. Zu Beginn der Veranstaltung wurden mehrere Vorträge gehalten, die sich zum Ziel setzten, die Digitalisierung voranzubringen und eine gewisse Sympathie in den Zuhörenden zu wecken. Als ich zum ersten Mal in den Verwaltungsrat kam, waren fast ausschließlich Professorinnen und Professoren hier. Man merkt daran, dass in den letzten Jahren eine enorme Entwicklung in der Hochschule stattgefunden hat. Eine Entwicklung, die sich zeigt in sehr, sehr hohen Zahlen bei den Studierenden, die sich zeigt in einem gewachsenen Kollegium der Professorinnen und Professoren sowie in einem nahezu erst richtig aufgebauten Mittelbau. Und irgendwann stellt man fest, dass das, was man hat, nicht mehr zu optimieren ist, sondern dass man neu denken muss. Und das ist dann der Paradigmenwechsel. Und dieses Neudenken wird uns bei der Digitalisierung ins Haus stehen. Vielleicht hier nochmal ganz kurz, wie wir uns die Aufgaben moderner Hochschulstrukturen, wie wir sie definieren. Sie sehen hier Unterstützung möglichst optimaler Lehr- und Lernprozesse, Individualisierung der Lehre, Schaffung geeigneter Lernwelten für die Studierenden, auch gerade im Hinblick auf eine ganz andere Erfahrungswelt, die unsere Studierenden haben. Also wir haben ja den Begriff der Digital Natives, haben Sie jetzt schon ganz oft gehört. Das ist ja eine ganz andere Erfahrungswelt, als wir sie zum Beispiel in unserer Schule oder Studienzeit erlebt haben. Als Projektleitung von Blended Learning richtete auch Christian Thiel einige Worte zur aktuellen Lage an das Publikum. Es geht eigentlich darum, nicht um jetzt irgendwie Bestehendes zu verändern. Es geht eigentlich darum, methodische und didaktische Möglichkeiten einfach zu erweitern. Auch bestehende Formen der Zusammenarbeit zu erweitern. Dass wir nicht eine ablösen wollen, sondern wirklich gucken wollen, macht es vielleicht nicht Sinn, wenn man eh nicht an der Hochschule ist, ob man nicht eine Sprechstunde online abbilden kann. Zu gucken, kann man Lernen flexibilisieren. Kleingruppenphasen zum Beispiel, wo Studierende was vorarbeiten oder ausarbeiten sollen. Das kann man super auch auslagern in eine Zeit zwischen zwei Vorlesungen, sodass man innerhalb einer nächsten Vorlesung oder einem Seminar Zeit zum Diskutieren hat, also das, was man eigentlich machen möchte. Und es geht insgesamt darum zu gucken, kann das Thema dazu beitragen, die Qualität der Lehre zu steigern. Sie sind die wichtigsten Bilder für diese jungen Menschen. Ihr Vorbild bildet, wenn Sie so wollen. Ihre Begegnung bildet, die Begegnung von Mensch zu Mensch bildet. Nicht das digitale Programm, nicht die Vorlesung, die Sie über Video weitertragen können, die ist enorm wichtig, um Wissen heranzubilden. Die jungen Menschen mit Wissen zu konfrontieren. Haltungen verändern sie so nicht. Haltungen verändern sie, indem sie selber als Vorbilder sich zur Verfügung stellen. Anschließend wurde in kleinen Diskussionsrunden über verschiedene Themen diskutiert und Erfahrungen ausgetauscht. Abgeschlossen wurde der Begegnungstag mit einem gemeinsamen Essen.